Hallo allerseits, Nagi hier mit einem Infovideo. Zuerst wollte ich sagen, wann der nächste Pokémon Kolosseum Livestream ist. Der erste Livestream war ja ganz erfolgreich. Und der nächste wird am 6. März kommen. Montag, der 6. März um 19 Uhr wieder. Und was ich diesmal noch kurz sagen möchte, ist, diesmal wird ein bisschen härter im Chat durchgegriffen. Ich meine damit, dass letztes Mal, ich werde jetzt keine Namen hier nennen, aber es wurde doch schon ziemlich im Chat rumgespammt. Und ich habe immer im Video versucht zu ermahnen, dass man das doch bitte lassen soll, aber es wurde anscheinend nicht auf mich gehört und deswegen, wenn nächstes Mal wieder einer die Regeln brechen sollte, dann wird es erstmal eine Verwarnung geben und wenn es dann nicht wirken sollte, dann ja, wird die entsprechende Person erstmal aus dem Chat gebannt. Ich möchte eigentlich nicht so weit gehen, ich habe immer Angst, dass ich wie ein Arsch rüberkomme, das ist echt nicht meine Absicht, ich möchte, dass wir uns alle gut verstehen, deswegen, das möchte ich nur mal gesagt haben. Ansonsten werde ich eine kleine Let's Play Pause einlegen bis zum 6. März, also da geht es dann mit dem Stream weiter und ab da wird es dann wieder jeden Tag was geben. Ich bin irgendwie gerade völlig ausgeburnt, habe ich den Eindruck, ich brauche mal eine kleine Pause und ja, in ein paar Tagen erscheint auch die Nintendo Switch inklusive Breath of the Wild, also Zelda und da kommt auch Super Bomberman R und diverse Nintendo Indie Spiele, die man runterladen kann. Ich werde dann das ganze Wochenende bestimmt erstmal mit Zocken beschäftigt sein, deswegen möchte ich mir diese kleine Auszeit gönnen. Und ja, zwei Tage davor will ich mich noch ein bisschen entspannen, mal ein bisschen die Ruhe in mir finden. Aber am Montag wird es dann wieder weitergehen in alter Frische. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Geduld mit mir, seid mir nicht allzu böse deswegen, dass ich quasi mein Versprechen breche, jeden Tag was hochzuladen. Aber ich glaube, ich brauche eine kleine Pause. Ich hoffe, ihr versteht das. Wenn nicht, dann ja, tut's mir leid, aber da kann ich leider auch nichts gegen machen. Ich hoffe jedenfalls, wir sehen uns dann am Montag in alter Frische wieder. Und ja, hoffe, ihr freut euch ein bisschen darauf, hoffe, wir kommen wieder nett ins Gespräch. Und dann sehen wir uns. Macht's gut, Leute, und bis dann. Tschüss.